Hallo, ich bin Carsten in Schotten. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Hallo und guten Morgen. Ich bin leider ein bisschen heiser. Ich bin ins Vogelberggebiet gefahren. Und wer wohnt da? Genau, der Billy. Warum bin ich wohl hier hingefahren? Heute ist der 26. August. Also heute ist das Outdoor-Treffen beim Billy, beim Kanal Outdoor mit Billy. Ja, da bin ich gerade unterwegs hin, bin schon durch Schotten durch, noch ungefähr 4 Kilometer, sagt das Navi, bis ich da bin. Bin heute früh losgefahren. Denke mal, das Wetter sieht super aus. Da bin ich echt mal gespannt, was heute alles so passiert. Ja, ich bin schon wieder ganz gespannt auf die Leute. Einige Leute werde ich ja wieder treffen oder wiedersehen, die ich ja schon war damals bei der YouTube-Wanderung, die der Timo organisiert hat, getroffen habe. Aber einige werde ich auch zum ersten Mal sehen, so wie zum Beispiel den Billy und den Dieter. Ich sehe jetzt mal zu, dass ich langsam da ankomme und dann sehen wir uns gleich nochmal. Bis später. Ankunft am Ziel auf der linken Seite. So, jetzt bin ich langsam da. Aha, hier muss das sein. Ich sehe was. Na, wisst ihr, hier bauen wir gerade unsere Schlafstellen auf, schwitzen dabei und da stehen sie schon rum und fachsimpel. So, das ist dann jetzt unser neues Domizil. Hier ist es dann auch ein bisschen gerader und man hat hier auch eine schöne Aussicht. So, jetzt bin ich mal unterwegs zu meinem Tarp. Mal zeigen, wo ich heute Nacht schlafe. Muss mir mal ein Töpfchen holen. Ich habe Durst, ich brauche unbedingt einen Tee. Ja, hier schlafe ich. Hab mir mein 3x3 DD-Tarp mitgenommen. Dann hier 3 Meter weiter der Timo Waldkult. Ja, und dahinter unter dem Bascha der Günter Knauf. Ja, und das ist unsere Aussicht hier oben. Film beim Film, das bin ich gewohnt vom Drachenfels. Ja.
dran willst, bist du ja gefilmt und beim Film von jemandem, der euch noch gefilmt hat beim Film. Ja, und 170-Version. Der Terry nochmal so einige Monate später nochmal irgendwie. Und jetzt werde ich auch noch von Matthias gefilmt. Ah, Matthias, hör mal jetzt. Ich darf dann also heute den ersten Part hier eröffnen mit der Vorführung. Ich habe die Firma Snack Insects, das muss ich jetzt sagen, weil die haben mir das gesponsert. Von den Heuschrecken habe ich schon mal eben die Flügel und die Beine entfernt. Bei den Beinen, da sind einfach Widerhaken dran. Das wird sonst im Hals kratzen, also würden euch im Hals stecken bleiben. Und die Flügel auch, ja, die sind eben nicht so gut zu kauen. Gerne. Ich bin jetzt kurz hier drin und dann kommen die auch schon raus. Die brauchen nicht lange in dem heißen Erdnussöl hier. Du bist jetzt in allen Videos drin. Ja. Ja, du sowieso. Na, aber versteckt sich denn da im Busch? Kann doch nur der Olli sein. Wie hebt sie, gell? Also, das ist ein backenden Bananen in Honig karamellisiert. Auch die Mehreinnahmen für den Winter, wenn ich jetzt ganz nicht arbeite, dass ich dann davon wieder. Ich würde sagen, die Hälfte von der Geld, aber irgendwann hat es mir einfach widerstanden. Obwohl ich nicht sage. Hallo ihr Lieben, hier wieder ein Teil der frischen Outdoor-Küche. Heute eine Live-VA, extra für den Matthias Littgen. Verbrennt in den Mund und sagt, dass das köstlich ist. Das ist doch köstlich. Dankeschön. Geht doch. Du musst in die Kamera sprechen hier. Ja. Blau. Was für ein Bier. Achso, ja, hier. Achso, nee. Blau ist der Künstler. Hey, doch, das muss man noch den Anfang machen hier. So, das ist die Klebenaht. Und hier sind jede Menge starke Männer. Und die ziehen jetzt. Und aus. Das ist hoffentlich zerreißt. Und go. Aber aus. Und mal richtig ruckartig. Sturmsimulieren. Warte mal. Ich hab's ja noch gar nicht gemacht. Voll zu! Oh, meine Hand. Dann kurz. Ja, hallo, reicht. Legt euch mal richtig ruckartig rein hier. Stell mich mal hier. Und ruckartig. Ich bin draufgestellt, ist oben richtig gerobbt. Das ist ein Dutch Oven. Das ist mit reichen Gas. Lena, ich hätte auch gerne eins. Bitte, danke. So. Da brutzelt mal wieder Zwiebelsuppe. Schauen wir mal, wie sie diesmal geht. Und der Willem braucht Fleisch. Ja, so schnell geht ein tolles Treffen vorbei. Hat wirklich viel Spaß gemacht, kann man gar nicht anders sagen. Ist eine tolle Gegend hier. Also Vogelsberggebiet. Da kann man mal hinfahren. Ja, vielen Dank an
Familie Billy, sage ich jetzt mal so, für die Gastfreundschaft. War wirklich eine tolle Sache. Die Brötchen waren auch lecker. Ist natürlich immer wieder schön, so ein Treffen zu machen. Mal ein paar andere Leute sehen oder mal die Leute zu sehen, die man sonst nur von YouTube kennt. Mal ein paar Worte zu wechseln, das macht schon Spaß. Und es ist ja wirklich so, man kennt sich, aber man hat halt wirklich das Gefühl, sich zu kennen, genau zu wissen, wer gegenüber sitzt, obwohl man denjenigen, der in Wirklichkeit das erste Mal sieht. Ist schon eine tolle Sache. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Reinschauen und ich sage da mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.